Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und heute schauen wir schon einmal ins Jahr 2025. 2024 ist ja schon quasi, naja, noch nicht ganz zu Ende, aber es nähert sich rasenden Schritten dem Ende und wir wollen heute einfach einmal einen Blick ins Jahr 2025 werfen, weil wir da große Konstellationen haben, die auf uns alle warten und die dich sowohl individuell als auch uns alle kollektiv betreffen werden. Und ich möchte, bevor ich jetzt anfange, mich einmal herzlich bei der Community bedanken. Der Kanal wächst und gedeiht und ich bin guter Dinge, dass wir heuer noch die 5000 Abonnenten knacken. Also wenn du noch nicht abonniert hast und gerne meine Videos siehst, bitte lass einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal, teile das Video. Das hilft mir wirklich weiter und hilft mir natürlich auch weiter, den Content hier zur Verfügung zu stellen. Also bitte, wenn du noch nicht abonniert hast, gerne abonniere den Kanal, teile das Video, lade Freunde ein, den Kanal zu abonnieren. Das hilft mir wirklich weiter. Und wie gesagt, Ziel ist bis Ende des Jahres, die 5000er Marke zu knacken. Und jetzt schauen wir gleich einmal ins Jahr 2025. Und 2025 wird geprägt von zwei Langsamläufern, die das Zeichen wechseln werden und damit eine ganz besondere Konstellation auch bieten. Und zwar der erste große Langsamläufer, von dem wir ja schon viel gehört haben auf diesem Kanal, ist natürlich der Pluto. Und der Pluto wechselt jetzt im November endgültig in den Wassermann rein. Und zwar ganz genau am 20.11. wechselt Pluto in den Wassermann. Und der wird dann 2025, folgt dann der Neptun. Und zwar am 31.03. wandelt der Neptun aus seinem Heimathaus Fische, ja, in den Widder. Und das ist auch so ein Schwellenüberschritt. Also Neptun, musst du dir vorstellen, ist ja quasi der kosmische Heiler, aber auch der kosmische Vernebler ein bisschen auch der kosmische Träumer, wenn du so möchtest. Und der wandelt jetzt dann ins Widderzeichen. Und Widder ist deine Lebensenergie, ist deine Kraft, ist deine Durchsetzungskraft, ist auch dein Wille, ich will. Und wenn Neptun auf diesen kämpferischen Widder, dessen Prinzip ja Mars ist, trifft, dann weicht er mal Mars ein. Und dieses Einweichen ist eigentlich keine gute Zeit für jeden, der streiten will. Also das ist eher der Friedensstifter. Das heißt, die Energien, diese Streitenergien, verschieben sich, werden weicher. Und das ist schon einmal eine gute Nachricht. Und im Juli letzten Endes, im Juli 2025, wechselt dann auch noch Uranus, und zwar am 7.7. in das Zeichen Zwilling. Und du kannst dir jetzt vorstellen, Uranus stürzt ja jetzt gerade noch so, also wirbelt eigentlich noch die Werte durcheinander, na, im Stierzeichen und geht dann eben in den Zwilling rein, ins Zeichen der Funktionen, der Kommunikation. Na. Und diese Schwellengänger, diese drei Langsamläufer, also Pluto, Uranus und der Neptun, bilden jetzt miteinander spannende Konstellationen. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, wir haben ein Sextil zwischen Uranus und Neptun und damit ein Trigon zwischen Pluto und Uranus und ein Sextil zwischen Neptun und Pluto. Und das ist eben so, das sind grundsätzlich äußerst positive Konstellationen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was könnte denn das bedeuten für 2025, beziehungsweise auch, das geht ja, ich denke, bis 2029 rein, 4 Jahre circa, weil die ja recht langsam laufen, dieses Dreierpack. Also Pluto in Wassermann und auch die anderen Langsamläufer hatten wir zu den Zeiten der Französischen Revolution. Ja, also wir werden Umbrüche erleben. 2025 wird weitere Schritte des Umbruchs einleiten. Man kann sagen, mit dieser Kombination Neptun in Widder im Sextil zu Pluto und im Sextil zu Uranus, könnte das durchaus noch einmal Krieg, biologische Kriegsführung heißen, könnte Viren, Krankheiten heißen. Das könnte etwas sein, dass sich etwas noch einmal, ja, dass da etwas aufflammt, ja, die nächsten Jahre, die kommenden Jahre noch einmal, dass da etwas akuter, aktueller wird. Es fällt auch ein bisschen so diese Kriegsführung, eine,
wie könnte denn Neptun-friedlicher Krieg aussehen oder wie könnte denn so etwas funktionieren? Das ist natürlich ein spannendes Bild. Wenn man jetzt einmal sagt, Neptun ist eher der Verschleierer, ein bisschen der im Geheimen arbeitet, ja, der Energien auch ins Geheime führt, ja, auch mit Pluto zusammen, dann könnte man sagen, natürlich liegt die Idee des Informationskrieges ganz offen da, also dieses Informationskrieg, aber auch Frieden über diese modernen Kommunikationsmittel. Das heißt, es könnte Aktionen geben wie eine Friedensbewegung, die sich online festlegt zum Beispiel oder wo streitende Parteien einfach einmal die Länder, wo sich die nicht mehr so verhetzen lassen in so einer Zeit, beziehungsweise bewusster zusammenraufen, unter Anführungszeichen, und eben wirklich für friedliche Belange eintreten. Also das könnte ich mir da durchaus vorstellen, dass das möglich ist. Es ist auch so eine Art positive Beeinflussung jeglicher Macht- und Ohnmacht-Themen beziehungsweise auch karmischer Themen. Das heißt, wenn du in dir jetzt Themen trägst, dann werden die bis nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres wirklich durchdringen und werden freibrechen, werden aufbrechen und alter Ballast will einfach gelöst werden. Das ist auch schon eine starke, starke Zeit, um wirklich Familienthemen oder alte Themen, alte Muster, die dich belasten, wirklich noch einmal anzuschauen und auch zu lösen, beziehungsweise dass die auch noch einmal offen da liegen. Naja, und der Uranus dann im Zwilling, also wie gesagt, er hat die Werte über und auch den Eigenwert, das Bild des Eigenwerts durcheinander gewirbelt. Ja. Also was ist denn jetzt was wert und also was ist denn ein Wert für dich, was ist dein Eigenwert? Also das wurde da gewandelt und das ist jetzt noch einmal im Zwilling eine Energie, die dich beweglicher macht, auch geistig beweglicher, wo neue Ideen, neue Visionen geboren werden. Ich habe das auch schon einmal im Video zum Thema Französische Revolution, da habe ich mal ein Gespräch auch mit der Monika Donner geführt. Also zum Thema Französische Revolution habe ich das schon mal erwähnt. Also dieses, es werden Ideen geboren, die dich vielleicht nicht hundertprozentig erden lassen in so einer Zeit. Also da kommt viel Neues hoch und dieser Eintritt ist aber jetzt dann schon 2025. Das heißt, neue Ideen, neue Ideale können in dieser Zeit geboren werden und auch du kannst neue Visionen für dich selber finden, neue Tätigkeiten finden, buchstäblich das Tun, die Funktion, die Tätigkeit, welche Funktion hast du denn? Ja? Da kann etwas Neues reinkommen und mit Neptun in Widder kann es auch sein, dass eben alte Streitigkeiten in deinem Familiensystem, in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsumfeld oder in Freundschaften sich einfach auch wieder legen und dann sich zum Positiven wenden. Wir haben natürlich auch dieses Thema Pluto, der Transformator im Wassermann, ne, wo es ja darum geht, auch noch einmal diesen Freiheitsbegriff, ja, wo Freiheitsbegriff, Gleichheit, ja, dieses Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit der Französischen Revolution, diese großen Ideale, wo die auch neu gedacht werden wollen und sich neu transformieren. Und wenn man jetzt sagt, okay, Pluto kehrt da jetzt zurück, und will vielleicht wirklich schauen, dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit neu umgesetzt wird, neu interpretiert wird für diese Zeit, dann kann es durchaus eine sehr bewegliche Zeit werden. Und dann kann das auch heißen, dass da wirklich wir gesellschaftlich solche Umbrüche noch erleben, die erstens aber natürlich mit dir innen etwas machen, aber auch, wo man sagt, Systeme brechen da zusammen, fallen weg und werden ganz neu aufgestellt. Also es ist wirklich eine Zeit auch der Innovationen und auch der neuen Technologien, die ja immer, wie alles in dieser Welt, Licht und Schatten bergen. Also du kannst ja nicht sagen, das eine ist nur schlecht oder nur gut. Jede Technologie, genauso wie das Internet, birgt natürlich viele, viele unglaubliche, unendliche Möglichkeiten und Chancen, aber auch natürlich immer wieder die Gefahr mit dem Gepäck. Und diese Dualität werden wir einfach erleben von Technologien, wo man sagt, okay, da kommen neue Dinge auf uns zu, die wir so vielleicht noch nicht gehört haben oder an die wir noch gar nicht gedacht haben. Zum Beispiel diese, wenn man jetzt dran denkt, diese explodierenden Pager und diese Geschichten. Also da kommt schon noch was auf uns zu. Und es wird also ein sehr bewegtes 2025 werden. Und wir werden noch viel über diese Konstellationen hören. Wir werden Uranus, Sextil, Neptun, Uranus, Trigon, Pluto. Also da werden wir noch einiges hören. Wichtig ist nur mal zu sagen, es sind grundsätzlich mal positive Aspekte.
Also das heißt, das ist jetzt nicht der große Knall oder der große Stresstest, sondern das sind eigentlich sehr positive Aspekte. Und Uranus als Transformator oder als jemand, also als Revolutionär, der Pluto als Transformator und der Neptun als eigentlich der Wandler, ein Schwellenbringer auch irgendwo. Also der bringt dich auch irgendwo mit über die Schwelle mit. Läutet für mich dann schon immer mehr einen neuen Zeitgeist, eine neue Zeit ein. Und du merkst es schon, es wird nicht ruhiger. Also es wird auf jeden Fall noch auch im kommenden Jahr bewegter werden. Wir werden immer wieder einen Wandel erleben. Die Zeit bleibt nicht stehen und bewegt sich irrsinnig schnell. Und wenn du einfach Orientierung haben möchtest oder mal wissen möchtest, wo betreffen mich denn diese ganzen Themen, mich individuell, dann lass dir doch einfach mal ein Horoskop von mir erstellen. Dann kannst du ganz einfach auf meiner Homepage bestellen oder mach mal einen Workshop, ein Seminar bei mir. Da geht es auch mehr um dieses Energetische, das heißt um deine Wirklichkeit, um dein Innerstes, um deine Stabilität, um deine Klarheit. Und da gibt es auch immer wieder spannende Angebote. Kommende Woche am Sonntag habe ich einen Chakra-Healing-Kurs und da geht es um die geistigen Helfer, Führer. Das heißt, wie du wirklich so Erzengel, geistige Helfer, Führer, Meister einsetzen kannst, um dich inspirieren zu lassen und an deinem Energiefeld zu arbeiten und damit auch kraftvolle Dinge umzusetzen. Und wenn dich das interessiert, Energiearbeit, Energetik an sich, dann kann ich dir die Ausbildung Mediale Energetik, die Jahresausbildung, gerne noch ans Herz legen. Die startet im Oktober dann. Und da geht es natürlich darum, dass du wirklich das, ich nenne es jetzt mal das Handwerk der Energetik, der medialen Energetik, das ich auch dann so zusammengefasst habe, zusammengestellt habe, aus unterschiedlichsten Quellen, dass du das erlernst und dann quasi vielleicht auch dein eigenes Business noch startest. Also schau dir das gerne an auf meiner Homepage, steht eh in den Beschreibungen des Videos. Und ja, jetzt wünsche ich dir nach diesem kurzen Ausblick, was 2025 kommt, also du merkst schon, hey, es bleibt nicht stehen, die Zeit bleibt nicht stehen, es bleibt immer noch turbulent und es wird aber qualitativ immer wieder anders. Das heißt, es ist immer Wandel, aber in einer anderen Qualität, in einer anderen Nuance. Und da lassen zumindest Neptun, Uranus und Pluto in diesen Konstellationen schon vielleicht ab und zu mal mehr durchschnaufen zu. Oder halt wirklich eine Erlösung, ein Durchschnaufen wie nach einer Erlösung, so das Durchatmen. Dieses, jetzt ist mein Kopf frei, ich habe eine alte Anhaftung vielleicht losgelassen. Ich bin von irgendetwas freier geworden und jetzt geht es in was Neues rein. Und das, denke ich, bietet diese Zeit jetzt. Tja, wie auch immer, ich bin gespannt, wie blickst denn du ins Jahr 2025? Bist du da eher optimistisch oder eher skeptisch? Wie geht's dir denn? Und ja, wir schauen natürlich auch wieder in 2024 rein bei den kommenden Videos, aber das ist einfach mal nur ein kurzer Vorblick, Vorausschau ins Jahr 2025. Ich wünsche dir jetzt erst einmal alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Hab eine gute Zeit und auf bald. Tschüss und bis nächstes Mal.